Martina Schenk vom Team Stronach hat das Wort. Danke, Herr Präsident, Frau Ministerin, Hohes Haus, sehr geehrte Damen und Herren. Ja, meine Vorrednerinnen haben zu diesem Antrag ja schon viel gesagt und auch bestärkt, dass dieser Antrag richtig und wichtig war. Dem schließe ich mich natürlich an und ich freue mich auch, dass wir hier diesen Sechs-Parteien-Antrag eingebracht haben, der auch heute zur Beschlussfassung hier im Hohen Haus vorliegt. Die Probleme, die Flucht vor Krieg und Verfolgung mit sich bringt, die Probleme, die mit sich gebracht werden, sind groß, sind enorm. Und es sind nicht nur die Probleme, die evident sind, sondern es gibt viele weitere und sehr schlimme Probleme wie Zwangsheirat, wie Kinderehen, Zweitfrauen und Mehrfachehen. Die Frauen werden als eine Art Ware wahrgenommen, Menschenhandel und sexueller Missbrauch, vor allem hier auch im Zusammenhang mit den verschwundenen Flüchtlingskindern. Europol hat ja mitgeteilt Anfang dieses Jahres, dass rund 10.000 Flüchtlingskinder verschwunden sind. Sie wurden zwar registriert, tauchen aber weiter dann nicht mehr auf. Also hier gibt es auch starke Indizien dafür, was Menschenhandel und sexuellen Missbrauch betrifft. Die Zahl der Kinderehen steigt vor allem unter syrischen Flüchtlingen rapid an. Hier ist die Tendenz stark steigend. Im ersten Quartal 2014 heiratete nach Angaben des UN-Kinderhilfswerks UNICEF bereits jedes dritte Mädchen. Jedes dritte Mädchen im Kindesalter und also unter 18 Jahren. Ja. Und hier, wie gesagt, wie ich schon eingangs erwähnt habe, ist die Tendenz stark steigend und das ist ein Problem, dem wir uns natürlich auch widmen müssen. Wir haben ja auch die Istanbul-Konvention ratifiziert, die Kollegin Wurm hat sie auch angesprochen und hier ist auch ein zentraler Punkt, gegen Zwangsehen vorzugehen. Und das ist natürlich auch noch ein Bereich, dem wir uns, wie gesagt, verstärkt widmen müssen. Vor allem ist das auch nicht ein Problem, das nur weit weg ist, ja, sondern mit der ganzen Fluchtproblematik, mit den Flüchtlingen kommen diese Probleme hier auch nach Österreich und wir müssen uns hier auch mit diesen Bereichen zukünftig sehr wohl befassen, ja. Und die Probleme der Mehrfachehen, die führen ja in Deutschland auch schon zu massiven Auswüchsen. Und ich möchte hier zitieren aus einem Artikel der Welt, wo hier geschrieben steht, der Sozialstaat finanziert die Vielehe. Denn während es sich in arabischen Ländern, selbstverständlich ist, dass Männer für den Unterhalt einer Zweit- oder Drittfrau aufkommen, übernehmen das in Deutschland die Jobcenter. Nach Auffassung der Berliner Jobcenter bleibe ihnen rechtlich jedoch keine andere Wahl, den Muslimen offizielle Bigamie nachzuweisen, das sei sehr schwierig. Ja, also meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn wir uns hier darauf konzentrieren und hier uns das auch vor Augen führen, was hier in Deutschland schon längst offen da ist und welche Auswüchse hier es gibt, dann kann man auch nicht mehr lange darauf warten, dass das hier in Österreich bei uns auch stattfindet. Und dem muss natürlich rechtzeitig entgegengewirkt werden. Und ich möchte hier zitieren aus einem Artikel aus der Kronenzeitung vom 2. Februar dieses Jahres. Muslime mit Zweitfrau bis zu 3.000 Euro Sozialhilfe. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das kann es wirklich nicht sein. Hier müssen wir das Augenmerk darauf legen und ich hoffe, dass wir hier auch eine Einigkeit da finden bei allen Frauensprecherinnen, bei allen Parteien in diesem Haus. Denn das kann es nicht sein, dass der Sozialstaat dann hier auf diese Weise noch ausgenutzt wird, wo es eben bis zu 3.000 Euro Sozialhilfe gibt für Muslime mit Zweitfrauen oder Mehrfrauen. Danke. Die Zahl der Kinderehen, vor allem bei syrischen Flüchtlingen, steige stark an, kritisiert Martina Schenk vom Team Stronach.